damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Ja, vielleicht haben es schon einige unter euch gemerkt, auch wenn das Video gerade erst mal ein paar Sekunden angefangen hat, ist die Qualität etwas besser geworden. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich jetzt auf dem PC spiele. Ja, nur das einzige Problem ist, dass es auf dem PC nicht ganz flüssig läuft und dass ich dann leider neu anfangen musste. Aber ich glaube, das Neuanfangen wird einem nicht so sehr stören. Aber, ja, es ist nicht so ganz gut wie auf der PS3, aber ich finde, die Qualität sollte besser werden. Wie man auch schon sieht, habe ich ja neu angefangen, wie ich es gerade auch erwähnt habe. Wir tun einfach mal Hazard rein. Hazard, den ich mir ausgeliehen habe, und Juan Fran. Und ich habe ja schon drei deutsche Mittelfeldspieler, die ich mir gegönnt habe. Ich habe noch nicht viel gespielt, muss ich zugeben. Jetzt müssen wir uns mal hier ein Team kleines aufbauen, womit man auch ein Online-Spiel spielen kann. Aber wir werden einfach den mal nehmen. Wir haben ein paar random-mäßige gute Spieler. Ja, Spanier, der sieht nicht schlecht aus. Noch ein Linksverteidiger. Kann nicht schaden. 69 Pace. Da muss man mehr auf Physis achten, was? Okay, Physis 61, 66. Ja, komm, wir nehmen den Deutschen. Damit die Chemie ein bisschen besser wird zu Gündogan. Jetzt auch einen guten Stürmer, wenn ich einen habe. Matri, ja. Wird schon passen, wird schon passen. Jetzt der rechte Flügel, da hatte ich einen, den da. Hedlund heißt und 81 Pace. Nicht schlecht, nicht schlecht für den Anfang. Jetzt werden wir einfach da ein paar reintun, damit wir ein Team, ein kleines Team haben. Komm, lade ein bisschen schneller bitte. Dankeschön. So. Jo, und damit willkommen zurück. Ja, ich habe gerade leider einen Skype-Anruf empfangen, weil ich Skype leider nicht ausgestellt habe. Ich habe das Gefühl, gleich wird wieder ein Elternteil von mir reinkommen und mich einfach nur während der LP-Folge wieder stören, aber ich werde es ja mal rausschneiden, sodass ihr keine groß, dass die Störung nicht so groß ist. Okay, Lafita. Zentrales offensives Mittelfeld. Pack-Opening läuft flüssig, wird flüssig laufen, wollen wir das spielen? Ich habe leider noch kein Online-Spiel gemacht, von daher weiß ich nicht ganz genau, ob es flüssig laufen wird oder nicht. Ja, rechter Flügel. Ich werde jetzt einfach nur randommäßig welche reintun. Ja, hier kommen noch den Linksverteidiger. Und ich würde sagen, wir werden auch jetzt schon direkt starten. 73er Rating, das ist gar nicht so schlecht. Finde ich zumindest, finde ich zumindest. Okay. Okay. Ich habe gerade nur auf meinem Handy geguckt. Okay. Und wo will ich hingehen? Spielen? Online-Saison. Ja, das wird ein Spaß, das wird echt ein Spaß. Ob wir es schaffen? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall den Münzenboost aktiviert, damit wir auch 1000 Münzen im Bonus bekommen. Nee, ist die Einzelspieler-Saison. Ich will ja die Online-Saison machen. So, Partie spielen. Ob wir es schaffen werden? Ich weiß es nicht. 10. Liga, erstes Spiel. Ist auch egal. Selbst wenn ich verlieren sollte, kriege ich ca. 1400 Münzen. Dafür kann man sich wieder einen geilen Spieler holen. Nein, geil nicht, aber für den Anfang wird es reichen. Und im Übrigen, wir werden am Mittwoch FIFA streamen, also Tim und ich, und The Binding of Isaac. Ich glaube, wir werden mit The Binding of Isaac anfangen und danach FIFA spielen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Okay, suche Gegner. Ich hoffe nicht, dass es allzu lange dauert. Ich spiele gerade zum allerersten Mal online auf dem PC. Und mal gucken, wie es funktionieren wird. Okay, was dauert denn da jetzt so lange? Spielt hier nie? Ah, okay, wir haben schon einen Gegner gefunden. Latenz grün. Oh, ich kann mir vorstellen, dass es eine Leckpartie wird. Weiß. Wir nehmen einfach mal das weiße Trikot. Ja, das weiße Trikot, Mann. Och, was lädt denn da so lange? Ja, komm. Hallo. Huhu. Huhu. Das wird wieder eine niveauvolle. Nein. Fängt schon mal gut an. Ja, Telekom wieder abends. Kannst du voll in die Tonne treten, wirklich. Ich werde mal das WLAN auf meinem Handy ausschalten und gucken, ob es jetzt funktionieren wird. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob es unter euch einige PC-Zocker gibt. Und wenn ja, wir können ja mal zusammen spielen, wenn ihr mal Bock habt. Auch im Stream können wir zusammen spielen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele PC-Spieler unter euch gibt. Wenn es überhaupt einen gibt. Also, joa. Ja, komm, beeil dich bitte. Ja, was ist denn jetzt wieder los? Wieder super Aufnahme, wirklich.
Oh, wir können Manuel Neuer leihen. Egal wie neu du bist, Manuel ist neuer. Ja, ich liebe diese Witze. Ja, jetzt sind wir reingekommen. Und vielleicht klappt es auch mit einem Online-Spiel. Im Notfall müssen wir dann halt Einzelspieler-Saison nehmen. Was leider nicht so spannend ist. Ja, wenn das jetzt nicht klappen sollte, machen wir ein Einzelspielerspiel. Das funktioniert, habe ich auch ausprobiert, so habe ich ja die Coins bekommen. Denn mit dem schlechten Team habe ich mich nicht ans Online-Spielen getraut. Ja, komm. Oh nein, was ich jetzt vergessen habe, ist, glaube ich, den Spielton aufzunehmen. Oh nein. Fuck. Spielen. Und das war das Schöne an dem PC, dass der Spielton wenigstens mitkommt. Ja. Dafür kommt er im nächsten Spiel wahrscheinlich. Ja. Mann! Ich wusste doch, dass ich was vergessen habe. Oh. Oder wobei, nimmt er einen Spielton auf? Ich habe schon lange mit Camtasia nicht mehr aufgenommen, mit Fraps. Will ich nicht aufnehmen, das geht zu sehr an die Festplatte. Und ich weiß nicht, ob mein PC das hinbekommen würde. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ja, komm bitte, lad ein bisschen schneller. EA Server for the win, würde ich nur sagen. Xabi, ja, wenn ich gerade die Ausstellung mustern wollte. Okay. Es geht. Boah. Okay, mein PC kommt überhaupt nicht damit. Nein, ach Gott. Ja, also. Könnt ihr ja schreiben, was ihr wollt. Entweder schlechte Quali, aber dafür leckfrei. Oder gute Quali und dafür mit paar Lags. Also auf jeden Fall in 3 Monaten. Oder liegt das jetzt an der Internetverbindung? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Denn in 3 Monaten will ich einen neuen PC bekommen. Da wird alles flüssig laufen. Abseits? Ja, abseits, okay. Oh je, meine, das leckt ja wie sonst was. Das ist ja echt schlimm. Aber abbrechen will ich jetzt auch nicht. Ja. Okay, das Laggen ist wirklich sehr schlimm. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Sonst im Notfall muss ich wieder PS3-Aufnahmen machen, halt nur mit 720p. Ich weiß, es sind 1080p, aber das liegt an meinen Rendereinstellungen. Ja, ich glaube, ihr wollt wieder PS3-Let's Plays haben. Ah, Mann. Ist jetzt auch blöd gelaufen. Sehr blöd sogar. Und ich weiß nur mehr, ob der den Spielton aufgenommen hat, also. Ist auch nochmal eine Frage. Im Notfall müssen wir dann halt mal offline spielen. Wenn euch das nicht ausmacht, also. Ja, 2-3 Monate nur noch, dann bekomme ich ja meinen neuen PC und der wird sowas auch abspielen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Internetleitung liegt. Ja, ich glaube, PS3-Let's Plays kommen wieder. Aber mir gefällt die Quali wirklich überhaupt nicht da. Leider ist die PS3 ja mit HDMI verschlüsselt. Heißt, man kann keine HDMI-Aufnahmen machen und das heißt, dass die Aufnahmen leider nicht so gut sind. Ich habe so ein AV-Komponentenkabel. Was heißt, boah, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Das heißt halt, ja, AV-Quali und jeder weiß, glaube ich, wie die AV-Quali ist. Boah, leckt das, ey. Leckt das jetzt bei ihm auch oder läuft's bei ihm flüssig? Das ist mal eine Frage. Ja, also Gündogan im Mittelfeld geht schon mächtig ab. Ja, was? Oh, da steht ja jemand. Oh. Hedlund, komm, 81er Pace. Zeig, was du kannst. Okay, dann ist scheinbar nichts. Direkt Ball verloren. Okay, es leckt wie Sau. Ich hoffe, ihr werdet das... Ja. Also, wenn ihr mir ein Dislike gibt, ist verdient wirklich, glaube ich. Ah, Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, mit den X kann man wirklich nicht spielen. Aber auf der PS3 kann ich auch nicht mit dieser... Ja... Ich glaube, der HDMI-Splitter wird rufen. HDMI-Splitter heißt, dass man die PS3-Entschlüsselung umgehen kann. Also man kann den HDCP-Schutz umgehen. Mit diesem HDMI-Splitter heißt 1080p-Aufnahmen und dann auch leckfrei. Auch leckfrei. Ja, aber gestreamt wird trotzdem
Vom PC aus, aber von einem guten, von einem sehr guten. Von Tims PC, also. Kann man nicht mit meinem Notebook vergleichen, wirklich nicht. Es gibt ja auch Gamer-Notebooks. Aber. Ich will meinem nicht wirklich. Ich will man damit nicht vergleichen. Naja, es wird demnächst auch mal ein kurzes Infovideo rauskommen über die momentanen Projekte auf unserem Channel. Na, eigentlich kann ich ja sagen, dass ich die ganzen Projekte mache. Da Tim ja einfach nur der Manager, Schrägstrich Techniker, Schrägstrich Kumpel, Schrägstrich Spast ist. Ja, okay. Komm, De Bruyne. Ja, komm, wenigstens ein Lektor. Lauf! Schicken, schick. Nein, no. Nein. Okay. Weiter geht's. Mann, okay. Boah, das ist weniger als nichts. Aber würde das leckfrei spielen? Spielen würde das leckfrei abgespielt werden, das Bild? Dann hätte ich eigentlich auch eine Chance. Der Gegner ist kein Übergegner, aber das Laggen, das ist hier schon sehr fatal. Aber ich hoffe, ich kann damit leben. Was heißt hier? Ihr müsst damit leben. Nein! Nein! Oh! Okay, schön gerettet. Oh, es leckt so sehr. Es leckt so sehr. Ich komme damit nicht klar. Ich komme wirklich damit nicht klar. Ja, das Lag ist wirklich verdient, finde ich. Ja, sonst müsst ihr mal wirklich runterschreiben, was wollt ihr? PS3, gute Quali, schlechte Quali, also 720p nur. Ja, PS3 wird widerrufen. Da muss ich mich halt an die schlechte Quali gewöhnen. Okay, der Schiedsrichter sagt Vorteil. Das ist sehr gut. So, zu Gündogan. Gündogan sehr präsent. Einer meiner besten Spieler in dem Team. Thiago, 81er Pace. Nein, warte, nein, 72er, glaube ich, aber 81er Rating, das wollte ich sagen. Sehr günstig, aber lässt sich super spielen. Wirklich kann ich jedem empfehlen fürs Mittelfeld, fürs zentrale Mittelfeld. Ja, von Hazard habe ich auch noch nicht viel gesehen. Komm. Wenn das... Oh! Tor! Hammergeil! Ist das erste Tor, was ich jetzt in den FIFA Let's Plays schieße. Ja, geil! Sehr nice, sehr nice. Alessandro Matri. Sehr nice, sehr nice. Ich weiß nicht, ob das an der Internetleitung liegt, aber... Ich muss mal mehrere Spiele spielen, das ist das allererste Spiel, also kann ich noch nicht vergleichen. Ich glaube, das liegt an meinem Prozessor einfach nur, weil er so schlecht ist. Schöne Balleroberung. Und jetzt... Wirklich, Dislikes für dieses Video habe ich wirklich verdient, wenn da welche kommen sollten. Aber ich hoffe, ihr habt Gnade mit mir den nächsten Pils. Los, De Bruyne, Fernschuss. Was jetzt? Komm! Nein! Nein! Nein, nein, nein. Okay, egal. Übers Tor kann man jetzt auch nichts mehr machen. So eine Riesenchance wegen den Legs. Funzt das nicht so gut. Ach, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Ach, ich bin froh, wenn ich nachher meine eigene Wohnung habe. Wenn ich bis dahin noch LPs machen sollte, ich glaube, das mache ich wirklich. Das macht mir sehr viel Spaß. Hat schon... Seit wann mache ich schon LPs? Also, seit dem 31.10. Also, ein Halloween. Das war ein Freitag, kann ich mich noch genau erinnern. Wir hatten ja als erstes sehr viele Probleme. Lukas, der Techniker, der damalige Techniker. Großes Dankeschön nochmal an ihm für alles, was er getan hat für den Kanal. Er hat keine LPs gemacht, aber er hat sich um Intros gekümmert, um Profilbilder. Ja, dann lauf auch. Oh, ich hasse es. Ja, da. Ich hasse es, wenn die Spieler sich anbieten, aber dann nicht loslaufen. Und das passiert so oft. Naja, nur mal ein ganz großes Dankeschön an Lukas. Okay, wieso macht er jetzt Pause? Leckt es bei ihm auch so oder leckt es nur bei mir so? Ich glaube, bei ihm läuft es flüssig. Aber mein Prozessor ist leider nicht so gut. Ja.
Pause warten. Pause warten auf Gegner. Okay, er hat eine kurze Pause gemacht. Wieso? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er irgendwelche Störungen auch von den nervigen Eltern wie ich immer. Ja. Okay, gibt Einwurf. Die Kamera kommt nicht so schnell hinterher. Das liegt leider an meinem PC. Aber am PC finde ich FIFA irgendwie besser, muss ich ehrlich gestehen. Spielen zwar weniger, das sieht man auch an der Anzahl von Transfers. Das sind immer nur um die 200.000 und bei... Ach, geh weg. Und auf der PS3 sind es immer circa 4 Millionen. Also das ist schon ein krasser Unterschied. 3,8 Millionen, komm, er sagt. Ach, Junge, nichts. Irgendwie macht er bei mir keinen präsenten Eindruck, wirklich. Das muss ich zugeben. Ach, geh weg. Also in der 6. Liga bei mir, ich bin ja abgestiegen auf der PS3. Ich muss sagen, das läuft richtig gut. Das letzte Spiel habe ich 9-4 gewonnen. Hab zu viel kassiert, aber genug geschossen, wirklich. Okay. Also in der Bundesliga, der letzte Spieltag, der war auch schon sehr nice. In Leverkusen 9 Tore, Bayern 8-0. Also ich bin ja Leverkusen-Fan. Hätten wir in der ersten Halbzeit nicht gepennt, dann... Ich finde, nach so einer Aufholjagd hätten wir den Sieg auch verdient gehabt, aber... Leider haben wir ab der 85. Minute leider nur noch zu 10 gespielt. Ihm ist Bargement gelb-rot vom Platz geflogen. Wo kommt die Maus auf einmal her, Mann? Ja, okay. Ich glaube, sollte wir lieber PS3 machen. Ihr könnt es mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Oder ich spiele auf dem PC offline, aber läuft es auch nicht ganz flüssig. Alter, wie viele Torschüsse ich hatte, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht können wir sogar noch einen Sieg rausholen. Okay, aber ich will nicht auf offensiv spielen. Ich lasse es lieber. Ich habe einmal offensiv gespielt. Es war offline, da habe ich leider nicht so hoch gewonnen wie sonst immer. Okay. Nein, geh weg. Nein, auch geht doch ran. Was macht ihr denn da, ihr? Go. Xabi Alonso. Nein, ach, Kacke. Juan Mata. Der hat ein 85er Rating, aber ich finde, der lässt sich nicht so gut spielen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist meine Meinung. Also ihr könnt mir eure Meinung ja mal in die Kommentare schreiben, wenn jemand den spielen sollte. De Bruyne. Der Reporter ist ein Scatman. Och, der PC ist doch kacke, wirklich. Ey, ich bin so froh, wenn ich den neuen bekomme in 3 Monaten. Na, ich weiß nicht. Ich schätze vor Ostern nicht mehr, nach Ostern. Im Notfall muss ich halt mit der PS3 weitermachen. Oder ich will mir einen HDMI-Splitter, aber ich will sparen. Dieses Jahr wird ein teures Jahr. Heidepark Gamescom! Huh. Okay, daneben. Ich hätte gedacht, dass der wäre drin, wirklich. So eine riesige Chance. Okay. Schwenke nach rechts, Vieira. Nee, bei Schora, Juan Fran. Rechtsverteidiger, den ich mir ausgeliehen habe. Kenne ich persönlich nicht. Ich kenne mich wirklich nur in der deutschen Liga aus und in der englischen ein bisschen, weil ich mir mal ein englisches Team gemacht habe. Habe ich ja auch schon im letzten LP erwähnt. Aber ich konnte überhaupt nicht damit spielen. Boah, schön durchgenommen. Okay. Bis zum Stream muss ich mir noch ein einigermaßen vernünftiges Team aufbauen. Ach, geh weg. Oh, fuck. Ja, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Oh, Mann. Fuck, 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 fuck. Fuck. Mehr kann ich dazu nicht. Ja, wieso macht er jetzt Pause, der Dödelkopf? Ja, ich muss auf der PS3 spielen. Diese Lex kann wirklich kein Mensch mehr ab. Ich finde es aber viel bequemer, auf dem PC zu spielen, denn auf der PS3 muss ich noch die Elgato anschließen und das und das und das. Ach, Notebook, wieso kannst du nicht so ein guter sein, der sowas auch abspielen kann? Intel Core i5. Extra für Zocken gedacht, aber wofür? Für ein Strichmännchenspiel oder was?
Ach ja, meine Fans sind auch schon enttäuscht. Ey, wenn ich ein Tor schießen sollte, ich lasse die Wiederholung auch durchlaufen. Ich bin nicht so ein Typ, der die Wiederholung laufen lässt, aber wenn das denn jemand anderes macht, dann mache ich es auch. Wirklich. Oh ja, oh ja, oh ja. Och. Ich finde manchmal auch richtig behindert, wie die Spieler gewechselt werden. Also ich wechsle sehr gerne manuell. Es war Automatik, aber ich wechsle immer manuell. Ach, das hält doch kein Mensch aus. Komm, noch eine halbe Stunde halten wir aus. Nein. Fuck, 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 fuck. Sehr gut. De Bruyne. Mann. Nein, er wird wahrscheinlich passen. Das habe ich mir gedacht. Aber was soll das? Was soll das? Och, das leckt so stark. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Kann doch nicht sein, dass mein PC davon so beansprucht wird, Mann. Nein! Oh ja, Karamba. Ja, deine Schnauze, scheiß Reporter. Ich hoffe, er hat den Spielturm mit aufgenommen. Camtasia 8.0. Es gibt zwar schon neuere Versionen, aber ich wollte die behalten. Da die mir am besten gefällt. Also ich bin so zufrieden und ich halte nichts so im Allgemeinen von neueren Versionen. Hedlund hat den richtig durchgenommen. Komm. Sherlock 360, kämpfen und siegen. Nein, oh, ich wollte gerade einen Dreieckspass machen. Da wäre ich durch gewesen, aber ob ich... Ja. Ja, geh weg. Geh weg, geh... Wow. Geil, richtig geil geblockt, wirklich. Das war sehr wichtig, denn ich glaube, der wäre drin gewesen, wirklich. Okay, weiter geht's. Also wie gesagt, Mittwoch werden wir streamen. Als erstes schätzungsweise The Binding of Isaac von 17 bis 18 Uhr und dann FIFA von 18 bis 19 Uhr. Ja, zwischendurch werden wir wahrscheinlich eine kleine Pause machen. Vielleicht 5 Minuten oder so und das wird sich ein bisschen verzögern, aber wenn ihr dabei seid, würde ich mich sehr freuen. Okay, Holzhaus. Gündogan. De Bruyne. Jetzt werden wir ein bisschen sehr skill. Ach, das ist doch kacke, ganz ehrlich. Ey, mit so, wenn der PC so leckt, da kann man nicht spielen. Das, Mann. Aber es kann doch nicht sein, dass FIFA die Festplatte so beansprucht. Naja, ich kann auch nicht sehr viel von meinem PC verlangen. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das und bitte lasst kein Dislike da, wirklich. Ich versuche immer das Beste aus den Videos rauszuholen, aber... Ja. Okay. Gündogan. Ich hoffe, man kann sich einigermaßen lang anschauen. Oh! Oh nein! Abseits. Mann, das wär's gewesen. Das wär's gewesen, wirklich. Apicilio Kett. Ah, ich kann den Namen immer noch nicht von dem Verteidiger aussprechen. Ich konnt's mal. Jetzt kann ich es inzwischen nicht mehr. Komm, De Bruyne. Ich wollte dich eigentlich schicken, aber... Man kann nicht skillen, wenn es leckt. Wirklich. Nein! Was war jetzt schon wieder? Abseits? Ja, komm, der kann sein Abseits sonst wohin stecken, der Schiri. Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht. Gar nicht wahr. Nein! Am Nackgäum. Okay, ich höre auf, damit ich erwähne es auch in der Schule viel zu oft. Ich sollte lieber Das ist Heavy machen. Hashtag Das ist Heavy. Dann wissen alle YouTuber, von wem das kommt! Ja, das war ein Spaß, aber... Manu, 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 Manu. Ja, wir werden auf der PS3 spielen. Das war jetzt so eine Testfolge. Das war wirklich nur... Ja. Kann man leider jetzt machen.
Ey, wenn der reingegangen wäre, ich würde mich so feiern. Forever Alone, ich feiere mich alleine. Okay. Oh, was ich dafür geben würde, wenn ich eine PS4 hätte. Bei der PS4 kann man den HDCP-Schutz einfach ausschalten. Bei der PS3 geht das leider nicht, da dass er ein Blu-ray-Spieler ist und das soll für Raubkopien schützen. Okay. Nein, oh, yeah. Komm, mehr als ein 3-1 geht nicht. Wenigstens bekomme ich ein paar Coins für den Stream. Go, go, De Bruyne. Ecke. Okay. Alter, ist mein PC warm. Ist angenehm im Winter, aber im Sommer. Boah. Thiago, go. Komm, ein Ehrentreffer, ein Ehrentreffer. Ach, verdammt. Alter, ja, komm. Als ob eine Faustabwehr 6000 Kilometer, wenn er bald 6000 Kilometer lang fliegt. Oh, ah, ja, okay, gerettet. Meine Geräusche sind sowieso immer noch sehr niveauvoll. Gündogan. De Bruyne. Im Mittelfeld sehr präsent, merkt man wirklich. Matri. Ich bin so ein kleiner De Bruyne-Fan, wirklich. Auch wenn Wolfsburg 5-4 gegen Leverkusen gewonnen hat. 4 Tore haben wir aufgeholt. Das ist eine reife Leistung, finde ich. Das ist wirklich eine reife Leistung. Ja, komm. Wir haben noch ein bisschen spielen zur Ehre. Boah, ich liebe den Jungen. Der spielt sich so gut und ist so günstig. Chiru. Draufschießen ohne gelbe Karte. Nice, nice. Mach Gebatter. Wir schießen einfach mal drauf. Mal gucken, ob der aufs Tor geht. Ja, der geht aufs Tor. Okay, Schluss. 3-1. Die ganzen Lecks, also ihr habt es gesehen, da kann man wirklich nicht spielen. Ich will sie aus Ausrede nutzen, aber ja. Puh, okay. Ja, beeilt euch ein bisschen. Bitte. Ja, ich sehe es, dass da überall Spiele rumlaufen. Okay, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz der Lecks. Wenn es so ist, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein FIFA mehr verpassen wollt, auf der PS3, wo keine Lecks mehr da sind, dann lasst doch auch ein ruhig Abend ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.